Hi Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal was etwas anderes. Und zwar ist es so, wie ihr vielleicht schon hören könnt oder vielleicht auch seht, dass das hier mal was uncut wird. Aber ich habe euch mal eine kleine Sache mitgebracht und ich will euch heute mal die Wahlen in Norwegen zeigen. Ich habe euch so eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich denke mal, ihr werdet verstehen, wie das hier geht. Die Wahlen sind heute am 13.09. Ich weiß nicht, ob das heute noch hochgeladen wird. Ich denke mal, ich werde den ersten und zweiten Teil machen, denn gerade weiß ich noch nicht, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich will euch heute mal die Parteien erklären, für was die stehen, wer von welcher Partei wichtig ist und wie alles so generell funktioniert. Und wir fangen, glaube ich, mal an. Wir fangen nämlich an mit dem Parlament, das ist der Storting. Der Storting hat nice 169 Sitze. Und mir fällt gerade auf, ich habe dieses GeForce Experience Ding. Nein, das wollte ich nicht. Also ihr seht schon, es klappt super. Auf jeden Fall. Also, gerade wird es schon etwas wild. Der Storting hat 169 Sitze. Und es ist so, dass verschiedene Parteien ins Parlament kommen können. Das ist so ein ähnliches Wahlrecht wie in Deutschland. Man hat viele Parteien, nicht irgendwie zwei Parteien wie in den USA. Und ich finde, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Farben von den Parteien in Norwegen sind, finde ich, ziemlich nice, ziemlich schön. Besser als in Deutschland, finde ich sogar. Und wir kommen jetzt auch mal dazu, wie man ins Parlament kommen kann. Man hat dazu nämlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, was ihr links sehen könnt, dass eine Partei über 4% bekommt. Aber es kann auch noch sein, dass eine Partei in einem gewissen Bereich besonders stark ist. Zum Beispiel sagen wir mal in Oslo. Und wenn die Partei da besonders stark ist, dann kann die darüber nochmal einen Sitz bekommen. Theoretisch ist es so, ihr seht diese paar Kringel über den verschiedenen Staaten oder einzelnen Wahlkreisen. Und da ist es auch so, dass manchmal, eigentlich alle erstmal regionale Wahlkreise gewinnen. Aber es ist so, dass alle über 4% im Endeffekt auch noch weitere Stimmen kriegen, damit es mehr proportional ist und mehr fairer ist für alle. Nur die Parteien unter 4%, das waren bei der letzten Wahl 2, die erhalten das nicht. Und wir fangen mal an mit den Parteien. Es gibt nämlich im Endeffekt zwei Blöcke. Der erste Block ist der rote Block. Und zur Überraschung von allen ist der rote Block tatsächlich der linkere. Wer hatte damit gerechnet? Ich nicht, also ich bin wirklich geschockt. Und die erste Partei, ich muss leider hier nochmal zur Seite gucken, wie die Namen sind, denn ich habe es nicht so mit Namen. Das ist die Arbeiterpartei, und die wird geleitet von Jonas Gahr Støre. Ist so ein durchgestrichenes O, ich glaube, das wird Ö ausgesprochen. Und es ist so, dass es eine sozialdemokratische Partei ist. Ich denke mal, ihr versteht schon, was das ist. Und die leiten halt sozusagen den roten Block und die sind die größte Partei generell seit 1927, was halt krass lange ist. Und auch die größte Partei logischerweise im linkeren Block. Es ist auch bekannt als der rot-grüne Block, aber nicht aus dem Grund, aus dem ihr denkt, dass es der rot-grüne Block ist. Da kommen wir nämlich mal zur grünen Partei. Und die grüne Partei ist keine grüne Partei wie in Deutschland, sondern das ist die Zentrumspartei. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Die Zentrumspartei ist ursprünglich mal eine Bauernpartei gewesen, ist heute aber generell eine Partei der Mitte, die auch so für Dezentralisierung steht. Und es ist so, dass die Partei euroskeptisch ist und sie war auch ehemals antisozialistisch, arbeitet aber seit ungefähr in den 2000ern mit den linkeren Parteien zusammen, wobei eher mit der Arbeiterpartei. Und mit den sozialistischen Parteien, zu denen wir gleich noch kommen, ist das Verhältnis eher schwieriger und das mögen die nicht so gerne. Es war übrigens auch so, dass Jonas Gahr Støre, der ehemalige Premierminister war, also er war schon in den 2000ern mal Premierminister. Und das hier ist der gute, ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus, Trygve Stagsvold Vedun. Trygve Stagsvold Vedun. Also ihr müsst euch meinen Namen anschauen. Sorry, falls ich da irgendwas falsch habe. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den sozialistischen Parteien. Und ich habe tatsächlich auch ein Video von einem Norweger gesehen, der hat gesagt, die sozialistischen Parteien sind immer die, die von irgendwelchen Models geleitet werden. Und ich finde, das passt. Momentan fand ich eine sehr lustige Beschreibung, aber hier haben wir den ersten Typen. Also ihr versteht, denke ich mal, warum er das gesagt hatte. Das ist Audun Lysbakken, keine Gewähr für die Aussprache.
Und das hier ist die Sozialistische Linkspartei, Socialistic Venstre müsste so ungefähr heißen. Und es ist, Überraschung, Überraschung, eine sozialistische Partei. Die Partei ist anti-EU und anti-Monarchie, aber auch anti-NATO. Also vielleicht wie Teile in der deutschen Linken. Es ist aber eher die moderatere der linken Parteien. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so komisch beschreibe, wenn wir mal zur anderen Partei kommen. Und ich glaube auch, es müsste vielleicht, wobei ich glaube, die haben sich aus der ehemaligen kommunistischen Partei entwickelt. Manchmal ist es so, dass es eine so linke Partei gibt, die sich mal von den Sozialdemokraten abgespaltet hat in einem Land. Ich glaube, in Deutschland müsste das mal das WASG gewesen sein, das später an die Linke zusammen mit der PDS zusammengeschlossen hatte. Und ich weiß nicht genau, ob das hier der Fall ist. Dann, da habe ich einen Fehler gemacht, denn wir gehen, mein lieber Auswiss ist abgestürzt. Also ich muss hier leider kurz cutten und wir sehen uns gleich wieder. Hier haben wir nämlich auf jeden Fall meine nächste Partei und die hatte ich sogar vergessen irgendwie anzutragen, deswegen ist es irgendwie abgestürzt, keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall die Röd-Partei. Die Röd-Partei ist vielleicht sozialistisch, weiß korrekt, vielleicht sozialistisch, vielleicht kommunistisch. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, denn ehrlich gesagt haben die selber keine richtige Ahnung. Denn der Parteiboss wollte, das ist Björn Amoxis, der wollte das Kommunismus rausstreichen aus dem Parteiprogramm, ist aber damit gescheitert, ich glaube in 2014 und dann in 2017 nochmal. Und deswegen ist es jetzt halt diese komische Situation mit ihm. Und ja, eigentlich auch natürlich eine Anti-EU-Partei, eine Anti-Monarchie-Partei und eine Anti-NATO-Partei. Aber generell halt nochmal linker als die Sozialistische Linke, das ist das Einzige, was so sicher ist. Und man kann zu ihnen, kann man zu ihnen sonst noch was sagen? Sie sind halt eine Partei gewesen, die vorher eine der beiden war, die nicht über die 4%-Hürde gekommen ist. Die hatten sogar nur 2,4%. Und jetzt stehen die bei ungefähr 6%. Die Sozialisten sind, glaube ich, gerade von so 6, also die Sozialistische Linke ist von ungefähr, wenn wir mal drauf kommen, von 6 auf 9 hochgegangen. Und das Zentrum war sogar für einige Zeit mal auf dem ersten Rang in den gesamten Wahlen, ist da aber wieder ein bisschen abgestürzt und die Sozialdemokraten, es ist ein bisschen schwierig, ob die immer Erster sind, also es gibt immer mal wieder so ein Hin und Her. Gerade führen sie auf jeden Fall wieder, aber es könnte halt schwierig werden, vielleicht verlieren die das erste Mal seit fast 100 Jahren den ersten Rang, das wäre auf jeden Fall krass, aber so viel jetzt gerade mal zum roten Block. Eine Geschichte wollte ich euch dann aber doch nochmal erzählen, denn die Röd-Partei hat interessanterweise, glaube ich, einen sehr interessanten Politiker, denn ich glaube, es klingt irgendwie ein bisschen fast aus der Zeit gefallen oder vielleicht soll es normalisierter sein, aber die hatten tatsächlich mal, der erste Parteiboss war ein schwuler Politiker, der sich, glaube ich, in den 1960ern geoutet hatte. Ich bin ehrlich, als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich kenne, glaube ich, mit ihm drei gleichgeschlechtliche Politiker halt. Ich glaube, es gibt einen in Israel von der Merz-Partei und eine Dame in Serbien, die ich glaube sogar Präsidentin ist. Und deswegen war mir das aufgefallen. Ich glaube, er hatte dann aber auch noch einige teilweise extreme Aussagen in eine andere Richtung gebracht. Und ja, also hatte nichts mit der Sexualität oder so zu tun, aber auch dieses Anti-EU- und Anti-NATO-Ding. Man könnte sagen, Röd hat sich ein bisschen moderatisiert fast schon. Ich glaube, ja, jetzt wo sie halt interessanter für mehr werden, könnt ihr das vielleicht verstehen so ungefähr. Es ist auf jeden Fall die linkere sozialistisch-kommunistische Partei. Und damit kommen wir auch schon hier mal zum blauen Block. Und beim blauen Block ist etwas Besonderes und da können wir mal darauf gehen. Und zwar haben wir hier Erna Solberg. Und Erna Solberg ist tatsächlich die Premierminister von Norwegen. Sie ist Boss der Høyre-Partei, müsste das heißen. Das ist eine Mitte-Rechts-Partei und liberal-konservativ. Und dazu kann man eigentlich sagen, sie ist, also für eine längere Zeit ist Høyre jetzt eigentlich die größte Partei im Blauen Bündnis. Und sie war ein bisschen in Kritik geraten, weil sie eine Corona-Feier hatte, wo sie selber, glaube ich, irgendwie 15 Leute eingeladen hat, obwohl ihre eigene Regierung
beschlossen hatte, dass irgendwie nur 12 Leute zu einer Feier kommen durften. Und das waren sehr traurig und sehr peinlich gewesen. Und dann gab es noch einige andere Sachen, warum Höyre in der letzten Zeit vor allem und generell auch das Rechtsbündnis an Zustimmung verloren hat. Wir gehen auch gleich nochmal auf die Beliebtheiten der einzelnen Parteien mit ein. Das war auf jeden Fall Höyre. Und damit kommen wir zur Fremdkids-Partei, Fortschrittspartei, auf Deutsch ungefähr. Das ist eine rechtspopulistische Partei, geleitet jetzt von Sylvie Listhaug. Sie hatte aber eine andere Dame ersetzt und irgendwie interessant, dass die rechten Parteien alle von Frauen geleitet werden, während die linken Parteien alle von Männern geleitet werden. Das ist relative Umdrehung der Vorteile so ungefähr. Und es ist so, dass die Fortschrittspartei Rechtspopulisten sind, aber nicht ganz wie unsere AfD, sondern eher eine sogenannte rechtslibertäre Partei. Da müsst ihr euch vorstellen, als ob ihr die FDP hättet und nehmt die FDP mal 10 auf Steroiden irgendwie. Also die sind sehr anti-Steuern und so weiter. Und der hat mal einen Parteiboss, der hieß Karl von Hagen. Ich weiß, es heißt wahrscheinlich Karl der Erste Hagen, aber Karl von Hagen hört sich einfach viel nicer an. Ja, ich weiß, unnötig und ihr wollt es nicht hören, aber das war die Fortschrittspartei. Damit kommen wir zur Linken. Und mit Linke meine ich natürlich liberal. Und ja, tatsächlich gibt es einige liberale Parteien in Skandinavien, die Linke heißen. Also man kann sagen, sie sind in der Mitte, vielleicht ein bisschen mit rechts. Sozialliberal, liberal, muss man nicht so sagen, wir wissen ungefähr alle was. So Mitte, hier kann man eher wahrscheinlich von der rechtsliberalen Partei sprechen, weil sie sind ja im rechten Bündnis. Man muss aber sagen, dass auch sie für den Republikanismus stehen und gegen die Monarchie in Norwegen sind. Sorry, da bin ich gegen den Tisch gekommen. Sie sind auf jeden Fall gegen die Monarchie, Könige in Norwegen. Und dann kommen wir nochmal zur kleinsten Partei hier im blauen Bündnis. Das sind die Christdemokraten, die werden angegeben als so Mitte bis Mitte rechts. Es ist aber, glaube ich, so, dass die im Vergleich zu unserer CDU fast noch ein bisschen konservativer sind. Also ich schätze mal, die sind vielleicht noch ein bisschen sozialer bei ökonomischen Fragen. Die sind auch eine kleinere Partei als unsere CDU, aber dafür noch sozial konservativer als die CDU bei uns. Sie sind auch, glaube ich, komplett gegen Abtreibung gewesen und das gab wohl einen riesen Skandal auch wegen deren Parteiboss. Deren Parteiboss ist übrigens Kjell Ingolf Ropstad und die Bossin der Liberalen ist Guri Melby. Und man kann dazu sagen, die Christdemokraten und die Liberalen schwanken gerade so ein bisschen um die 4%-Hürde. Manchmal sind sie draußen, manchmal wieder drin. Eine ganz lange Zeit waren beide draußen, jetzt sind beide wieder, sehen so aus, als würden sie reinkommen. Aber es ist ziemlich knapp. Man muss dazu sagen, die Fortschrittspartei hatte angefangen bei so 15%, jetzt sind es eher 10%, das ist nicht so gut für die. Die waren auch mal in Umfragen, glaube ich, in Mitte der 2000er bei fast 30% und das ist wieder abgeflacht. Und die Konservativen, wie auch die Sozialdemokraten, sind vielleicht ein bisschen abgerutscht. Vielleicht so von 25 auch ein bisschen mehr, vielleicht dann noch auf 20. Und soweit hier mal zum blauen Block. Aber natürlich haben wir noch den fossilen Block. Wer ist der fossile Block? Wer versteckt sich hinter diesem krassen Namen? Einfach nur die Grünen. Also die Grünen wollen weder Teil des roten noch des blauen Blocks sein. Aber sie sind der fossile Block. Es wird sicher super klappen. Die Grünen auch eine Partei, die um die 4% immer rum war. Sie war eine der Parteien, die nur 3,2% hatte, also unter der 4%-Hürde war. Aber genauso wie Röth im Endeffekt einen Sitz hatte. Für Röth war es in Oslo. Und ich glaube auch für sie in Oslo gewesen, für die Dame hier. Und das ist auf jeden Fall Une Einar Bastholm. Danke an LibreOffice, das schon wieder gecrashed ist. Ich denke mal, ihr habt eh schon gesehen, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen Schnitt mit drin hatte. Sorry auf jeden Fall dafür. Und wir kommen gerade mal zu den Umfragewerten auch nochmal für euch hier. Da seht ihr eigentlich sozusagen die letzten paar Monate. Da könnt ihr auch sehen, die Grünen mit dem grünen Balken. Die Grünen, sage ich schon, das Zentrum mit dem grünen Balken.
war sogar kurz mal hier auf Rang 1, ist dann aber wieder mal zurückgefallen. Und ihr seht dann auf der rechten Seite hier, dass der rote Block momentan eine extrem deutliche Führung eigentlich hat. Ich wollte gerade, ja, es müssten auch gerade die Umfragewerte sein. Tatsächlich ist das sogar nur die Führung der Sozialdemokraten. Wenn man auf die ganze Grüne Koalition schaut, ist es eigentlich schon, wäre es fast schon eine ganze Grüne, ganz rote Koalition schaut, dass, wenn sie nicht mit mehr als 10% gewinnen, das schon ein bisschen schwach ist, weil sie wirklich so viel beliebter sind. Eigentlich alle Parteien sind gerade von dem beliebter geworden. Eine ganz interessante Sache ist, wenn ihr mal rechts schaut, ungefähr rechtsmittig seht ihr, dass einmal die anderen Parteien 7% hatten. Da war es sogar mal so, dass die norwegischen Demokraten, heißt die Partei, glaube ich, auf einen Sitz geschätzt worden sind. Das ist vielleicht eher vergleichbar mit der AfD. Wobei man sagen muss, dass die, glaube ich, so ein bisschen ökonomisch linker sind als die AfD, aber auch sagen, dass sie gegen Einwanderung sind, aber auch für den Sozialstaat. Also das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen dann nochmal. Und hier haben wir nochmal das momentane Parlament, dann hier auch nochmal einen Vergleich zu einem Umfragewert im Endeffekt. Da könnt ihr sehen, dass die Grünen kommen natürlich auch noch mit rein, die habe ich einfach mal sogar links von den Sozialdemokraten eingeordnet. Vielleicht könnte man ja auch nach rechts tun, würde ich zumindest unsere deutschen Grünen vielleicht tun. Und ihr seht, da ist es gerade so, dass die türkise Venstre-Partei gerade unter der 4%-Hürde war und da nur auf 2 Sitze geschätzt worden ist. Die Christdemokraten waren aber darüber und ich würde auch sagen, dass ich denke mal, dass eine der beiden Parteien, entweder die Liberalen oder die Christdemokraten, nicht reinkommen werden in Vollstärke, Fraktionsstärke und eine dafür schon. Ich denke mal, dass die Grünen reinkommen werden, weil die waren in den Regionalwahlen schon über 4%. Und ich glaube, dass es für Rüth, auch wenn die teilweise bei 6% in den Umfragen sind, nochmal, dass es knapper werden könnte, weil die halt schon eine, sagen wir mal, relativ radikale Partei sind. Manche würden sogar sagen extrem. Also radikal und extrem, da gibt es einen Unterschied. Also Extreme sind generell gegen Demokratie und so weiter. Und radikal sind für eine starke, jetzt sage ich auch schon extrem zu radikalen. Radikalen sind eher für eine starke Änderung innerhalb eines demokratischen Systems. Und ja, leider wird das Wort von viel zu vielen Leuten falsch verwendet, was ich ein bisschen nervig finde. Und ja, das ist auf jeden Fall alles, was ich euch heute zeigen wollte. Bedenkt bitte, dass es das erste Mal ist, dass ich sowas gemacht habe. Ich bin auch ein bisschen müde. Aber ich wollte euch das einfach mal hier zeigen. Einfach mal ein neues Format hierfür, dass ich auch mal wieder was auf dem Kanal hier bringe. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch, wie ich das hier vorgetragen habe. Und ich wollte einfach mal sagen, deswegen lasst gerne ein Like da, abonniert doch gerne den Kanal. Und ciao.